Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind gerade auf Madeira und heute ist der letzte Tag. Wir haben uns einen Dschungel auf einem Berg angeguckt und waren am Ende noch bei Toni kochen, was absolut ultra chaotisch war. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir haben überlegt, ob wir auch in diesem Pool einfach baden gehen, aber ich weiß nicht, ob man das auf dem Stream sehen kann. Der ist dreckiger als das Meer, glaube ich. Der ist fucking grün. Man sieht einfach bei dem Pool den Boden nicht und das ist bei einem Pool nicht so ein gutes Zeichen. Ich schwimme gerne in Kamm. Okay. Wie viele Männer, Alter? Wie viele Männer wird es brauchen, um einen Pool aufzufüllen mit Kamm? Ist das die Frage? Yo, Playboy. Hat jemand einen Roller bestellt oder was? Ich hab einen Roller bestellt oder was? Na gut, hier ist er. Noch zwei. So unangenehm. Da war jemand. Die Frau kam gerade raus in dem Moment. Warn mich doch. Okay, wir fahren mal los. Sie wird sicherlich gleich reden. Fahr nach Nordwesten. Digga, wie sauer die da anfängt. Fahr nach Nordwesten. Junge, sag doch bitte, Alter, holy shit. Man müsste 2664 wechseln, wovon mal 3 Milliliter kommen, um einen Pool mit 8000 Liter zu füllen. Denn bei euch musste man wahrscheinlich um die 8000 Mal. Bro, hat jemand gerade ausgerechnet, wie viel Kamm man braucht, um den Pool zu füllen? Bro, what the fuck? So, who starters, the Magic Yosa? For me as well. Can you change the chashu with tofu? The tofu? And for meat 100, please. Like the pork meat out and the tofu in. Yeah? Okay. Sorry. This is the change. Yeah. Pork out, the pork and the tofu in. Yeah. Oh, okay. Thank you. Thank you. Lasst euch schmecken. Danke, Bro. Boah. Oh, die sind baba, mir die sind richtig gut, Mann. Holy shit. Soll ich für die Kartenroulette machen? Ja. Hat er das über sich selber geschrieben? Ich nein, du musst mit dem iPhone. Ich gebe dem hier. iPhone. Oh nee, ich hab's in den Cheesecake gelegt. Oh, Digga, ist das scheiße. In den Himmel Cheesecake. Oh, schön diese Ritze zwischen Handy und Hülle rein. The one just you choose one. Has to pay. Just choose one phone. One for pay. This one? Yeah. Easy. Hey. Easy. Thank you very much. Nice, wieder can make 55, please. Reicher werden reicher. Thank you. Eat the rich. Er hat immer noch das Abendessen gezahlt, was er wette. Das stimmt nicht. Hast du mir gezahlt oder hast du mir nicht gezahlt? Es wurde für dich gezahlt. Das zählt nicht. Maxify hat gezahlt für dich. Chat, die Wette war, er muss mir ein Essen zahlen. Nee, wir hatten gesagt. Doch, Maxify. Phoebe hat gezahlt. Wenn dann jemand anders durch eine Wette das macht, dann ist die Wette schuld, die mir gegenüber nicht eingelöst. Geholt, Christian Solmecke, mach bitte ein Video dazu. Mach Video. Also Christian Solmecke, pass auf, folgendes ist passiert. Wir haben ausgemacht, dass er bekommt heute Abend ein Essen ausgegeben, wenn er die Wette gewinnt. Er hat die Wette gewonnen, heute Abend wurde aber dann ausgelegt. Muss ich am Tag danach noch bezahlen, ja oder nein? Bitte schickt ihm das for real. Okay, wir müssen jetzt schnell zum Strand, Bro. Ja, wir sind super late. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, der Busfahrer war abgefuckt. Euch das an. Ist das ehrenlos geparkt hier? Digga, Bro, ist das ehrenlos. Da steige ich doch erstmal ein und fahr weg. Warte, hat der eine Schramme gemacht? Nee, hat er nicht. Schade, Mann, das wäre so geil gewesen. Wer ist denn der Wichser? Ja, Little Bro, du musst halt aus dem Weg, ne? Aua. Ey, warum waren diese Lunges drin? Gar keinen Sinn, diese Trainingsbahn. Die hat er auf Krampf noch reingemacht, weil der wusste, wir sind hier. Digga, sie haben bis zum No-Show, sie haben die ganze Treppe gemacht. Bis zum Ende, Digga. Da geht's dann einfach so einen halben Meter runter. Wie kacke. Also technisch gesehen ist da ein bisschen Strand. Aber technisch gesehen ist ein Sandstrand ja auch ein Steinstrand, oder? Es sind ja nur kleine Steine einfach. Denkt an Leute, diese abzumachen, weil sie die Werte kriegen. Wir müssen hier leider raus. Die Strömung ist richtig stark. Deswegen würden wir jetzt das Wasser wieder verlassen. Hey, warte mal, wo ist eigentlich meine Uhr? Wie? Hattest du die an heute? Ja. Nee, oder? Doch. Boah, das wäre nicht so gut. Da ist so ein Band von Marshall drin. Oh nein. Und ich habe schon mal eins verloren. Guck mal, die Cartier, scheiß drauf, ne? Als Multimillionär, 6.000 Euro. Aber Band von Marsha, puh. Oh
nein, sieht nicht gut aus. Ich guck gleich. Bro braucht die Clips für YouTube, schreibt jemand. Oh mein Gott, ich fühl's. Aber das ist real, Leute, das ist das echte Leben. Wollen wir hier rein? Hier ist so Ausstellungstyp, sieht funny aus, da gehen wir rein. Bruder, der sieht ein bisschen aus wie Hugo, not gonna lie. Da ist er. Ein bisschen, ja. Bruder, einfach Carsten. Holy shit. Einfach Elotrix hier, what the fuck? Trimax und Wieland sind auch bei Seven vs. Wild. No way. Wirklich? No way. Jetzt ist es nichts mehr wert. Oh mein Gott, hier ist eine Schnecke. Würden wir bei Seven vs. Wild so ein Ding essen? Ja. Wie würde man machen? Als Feuer. Nee, du musst ja aber, also du musst ja rauspulen. Feuer und dann ist Stockholm raus. Ja, okay. Die hat ja ihren eigenen Topf, bringt die ja schon mit. Was ist boah, sehr korrekt. Korrekt von der. Und, also, und für die Zukunft kleine Shotgläser. Falls wir dort unseren eigenen Whisky brennen. Falls wollen. Wir unsere eigene Brennerei machen bei Seven vs. Wild. Haben wir den kleinen Shotgläser. Chat, der Mann wird so drauf gehen bei Seven vs. Wild. Das heißt nicht so, wie es ist. Aber wenn es passiert, dann habe ich genug Essen für eine Woche. Meinst du, ich gehe drauf? Ja. Wieso? Und ich packe dich dann schön auf den Grill. Jo, das würde ich mir wünschen. Oh mein Gott, ich hoffe, wir können damit hochfahren, das wäre krass. Yes. Du drive back up. Yes. Oh mein Gott. Oh. 5-year-sitch special. No problem. 5 Euro pro Person? Ja. Dann lass hochlaufen. Oh, das ist eine halbe Stunde jetzt. Was? No way. Ja, okay, dann lass machen. Lass die Wirtschaft ankurbeln. Hast recht, Wirtschaft unterstützen. Jetzt direkt? Ey, lass da hinten noch schnell so eine Ananas holen. Oh, ah, das ist so. Eine reicht. So Smoothie aus so einer. Sollen wir uns eine teilen? Ja, aber wie groß die Show macht. Hallo. Ja, okay. Hallo. Kerle. Der kommt aus Stuttgart. Der hat vor 20 Jahren mal Kugelabkommen, Schreibschuss, seitdem ich schon. Aber schon lieber, Kerl. Your name? Your number? Number? Your. Oh, no, no. No, it's fine, it's fine. No, just the receipt. Okay. In Germany we call it Bewirtungsbeleg. Okay, yeah. Thank you very much for your permission. I will never be able to say. Yeah, no problem, no problem. Also es ist lecker, aber es ist jetzt keine 15 Euro Ananas. Dicker, das hat 15 Euro gekostet. Holy shit. Ich hätte fragen sollen vorher. Dominik, gib dir hier die Melone. Ja? Fahr kurz. Fahr du einfach. Fahr einfach schnell weg. Setz dich ans Steuer. Und wir treffen uns da um die Ecke. Okay. Perfekt, thank you very much. Oh mein Gott, mich hat gerade so ein Ding ausgepeitscht. Alter, mich hat so eine Pflanze gerade ausgepeitscht. Zieh ich es rein. Warte eine Karre, Junge. Geil. Wir nehmen noch die letzte Ananas. Funny. Dass hier alles zuschwillt. Bye bye. 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 Du musst mal kurz gucken. Alle meine Homies hassen HDMI-Kabel. Jetzt? Oh, wird das HDMI-Kabel direkt entsorgt? Boah, du Wichser, Alter. Da kannst du drin verrotten. Verreck da drin, du Scheißkabel. Da ist ein scheiß Game für den Stream. Ohne uns bist du gar nicht mehr wert auf einmal, ne? Send doch da drin dein scheiß gelb-grünes Signal. Rätst mal ganz kurz sein Motorrad und dann können wir los. Wir sind slightly spät. Aber man muss ganz klar dazu sagen, daran sind wir nicht schuld. Wir sind daran nicht schuld. Schuld daran ist diese Frau, die... Ach nee, die hat uns ja gar nicht 15 Minuten warten lassen. Die hat uns ja direkt mitgenommen. Ja gut, wir sind doch schuld. Aber meint. Ich habe keine erfundenen Freunde. Sie kommen noch, Leute. Sie kommen noch. Clueless. Oh Mann, ja. Mir fällt gerade auf, dass Kevin wegen Essen kochen schon wieder das Bezahlen von Rees Abendessen dodged. Oh mein Gott, true. So, wir haben jetzt 18.40 Uhr auf Madeira. Ich muss in 40 Minuten los. Ich habe eine Psychose bekommen von dem Tag heute, Chat. Fahr mal los. Ja, Bro, also guck mal, du kannst ja sagen, let's go. Und erwarten, dass die ganze Welt um dich rum die Adressen raus und das ist dauer, Bro, das ist dauer. Wann ist der nächste Kochstream geplant? Nie wieder. So, alright. Wir müssen uns jetzt real rap ein bisschen beeilen, Alter. Wir sind crazy zu spät. Ja, wir haben jetzt 20 Minuten zum Kochen, Bro. Ja, kriegen wir hin. Ich bin sehr neidisch auf die Küche, weil bei mir sieht es gerade
sehr unküchig aus. Du hast immer noch die Pappkartons, oder? Ja. Also, wir haben jetzt auch kein Rezept. Wir machen jetzt einfach auch nach Gefühl. Ja. Ich habe die Tomaten schon ein bisschen geschnitten. Zwei Knoblauch-Dings. Eine Zwiebel. Okay. Boah, was ist das für eine Jumbo-Zwiebel, Alter? Holy shit, was? What the fuck? What is happening? Water in the onion? Normal. Normal ist nicht so. Bro, die ist nicht normal, mach jetzt nicht. Die ist riesig. Okay, Toni, ich kümmere mich um die Zwiebel. Es war ein Witz, es ist tatsächlich keine normale Zwiebel. Wir haben euch geprankt, hier sind die normalen Zwiebeln. Hey. Oh, was? Au! Digga, deutsche Prank Bros. Karma. Ja, aber ich habe geprankt. Ich habe sie extra noch nicht getrillt. Oh mein Gott, ich hab euch richtig reingekriegt gerade. Schneid die Zwiebel und liest nicht den Chat, du lame ass boy. Bitte wegbann den, danke. Mods, ich bin gestern um 5 Uhr nachts schlafen gegangen und habe um 10 Uhr morgens angefangen, TikTok zu gucken für eine Stunde. Ich würde sagen, wir sind 3:30 gegangen. Okay. Aber wir waren so lange gestern noch bei Toni. Ja, war richtig scheiße. War mega scheiße Abend. Die irgendwann rausgeworfen dann einfach. Sie haben die ganze Zeit gefragt, können wir noch mehr Wasser haben? Das haben wir wirklich. Können wir noch mehr Wasser mitnehmen? Toni, hast du noch eine Brise? Hast du noch Gummibärchen? Ja, wir haben vorhin schon im Stream erzählt, wir haben diese Woche jeder 1 Liter Wasser gekauft. Ansonsten haben wir alles aus Restaurants oder von dir. Oh, stark. Können wir Chris Kühlschrank ausrauben? Ja. Der Mann. Der hat vor allem eine Kühlschrank. Boah, in dem Kühlschrank. Sugar-free Purple Ripple. Schau mal, das ist eine Tür in der Tür. Ist das dreist. Und er hat auch Maggi, aber der hat's unironisch. Man sieht, dass das benutzt wird hier. Hä? Ach, ich benutze auch Maggi. Unironisch. Wer zum Fick benutzt Maggi, Alter? Komm, Jungs. Maggi ist super. Naja. Schön Maggi benutzen, ein bisschen Mark Forster hören und Kika gucken, ne? Ich wusste, dass du das jetzt noch sagst. Schön, ja, weil er hat ja auch den einen Front. Ich hab grad so Schiss, weil ich hab so gemacht, ich war so, oh mein Gott, Hugo ist gebrochenes Schulterbein, weil ich vergesse, dass du nicht Hugo bist, also alles, boah, ist gut. Ja, wir können sprechen. Hey, komm doch. Ja, boah, ich würde euch beide gerade voll gerne so richtig krass umrennen mit so einem Suit aus so Football, wisst ihr, so. Mach so. Hör mich um. Hä? War übel schwach. Ja, soll ich dich jetzt da in die Pfanne reinballern oder was? Du schaffst. Ja, aber natürlich schaffe ich das. Ja, mein Riesenfall wird schwer. Ich renn volle Kalle rein. Okay. Boah, die Wand, Junge. Das ist nicht so krass, ich mach auch. Die Wand. Soll ich in dich reinrennen? Ja, ja, ja. Ach so, wait. Ich renn komplett. Ja, mach. Mach so Kopf, schütz irgendwas. Dominik, fang sie mal auf, wenn sie... Oh, hä? Sie wird jetzt... Als ob du der Hulk bist. Ja, okay, ich stehe hier im Notfall. Okay. Ey, falls Toni jetzt stirbt, ist es nicht meine Schuld. Ja, war schon krass. Ja. Okay, Kevin, stell du dich hin. Okay, jetzt ich, warte. Oh, oh Gott. Oh Gott, sorry. Bro, fucking ich Rambock. Ich glaube, da hätte jemand stehen müssen und ihn fangen müssen. Fucking Rambock, Alter. Ey, Chris, deiner Mikrowelle geht's geil, Mann. Alles gut. Holy shit. Ich brauche dieses Trio als WG. Oh mein ich Gott. Sag ehrlich, ich sag ehrlich, wir drei brauchen dieses Trio nicht als WG. Und ich würde nach so drei Tagen... Ja. Also ich würde euch abstechen. Ich würde einfach einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ja, wenn du einen Teller in der Küche stehen, das wäre ich oh so... Oh mein Gott. Wir wären die schlimmsten WG-Ärzte. Ja. Ich lasse nämlich richtig viel stehen. Bist du ein ordentlicher Typ? Safe. Ich kann, nee, also so privat nicht, aber ich kann es sein, wenn es sein muss. Also in der WG wäre ich ordentlich. Ja, okay. Aber so ganz privat bin ich auch eine Drecksau. In der WG wäre ich wahrscheinlich auch ordentlich. Was macht Toni in 15 Minuten? Das neue Varo fängt an. Varo 5. Ja. Und Toni ist ich mache mit Simon die 100. Folge. Toni ist mit Stegi im Team, oder? Nee, mit MC Expert. Und die bauen in der ersten Folge noch einen... Nee, mit Debitor. Mit Spark. Mit Spark. Spark auf Phoenix und die bauen eine Kaktusfarm. Mit Gomme. Jonas, ist es auf dem Schirm? Wenn es laggt und so? Ist auch cool, wenn man ein bisschen laggt. Dann habt ihr so ein bisschen PowerPoint-Feeling. Bei Kevin läuft anscheinend flüssig. Ey, ist doch top. Ja, moin. Dann liegt's ja wohl an unserem OBS, oder? Bleibt trotzdem auch korrekt bei Toni. Bei Kevin geht's. Und schreibt mal ein paar süße Omega Dance Bot Fast rein. Ja. Ey, das auch ist ein süß. Gutes Emote. Es ist wirklich. Ich mache jetzt noch ein bisschen Zitrone. Ich find, nein, ein Emote, was? Okay. Ich finde, das Emote, das passt zu dir, Toni. Es geht jetzt nice, noch? Danke, Kevin. Schön, dass du das Emote hast. Guten Hunger, Jungs. Ja. Duhu. Also, was ist denn hier los? Boah, es läuft anscheinend sehr gut beim Essen. Leute, jetzt es wieder. War toll. Es war. Ich hörte mich ja nicht. War geil. Und wir hören uns, glaube ich. Wir haben krass gekocht. Bis dann, Jungs. Bis viel später. Spaß. Bis später. Tschüss. Hallo, Freunde. Unser Server hat es jetzt irgendwie komplett zerhauen. Wir wissen nicht ganz, was abgeht. Das ist ein Daumen runter. Ich fand trotzdem, dass es ein geiler Stream war, auch wenn wir heute ein bisschen Problems hatten. War ein bisschen ruhiger, ein bisschen chillig. Wir wünschen euch einen wundervollen Abend. Danke fürs Einschalten. Ciao.